Hi Leute, auch in der vierten Staffel geht es wieder rund. Wir bauen und planen, bis alle Züge von Stadt zu Stadt fahren. Mit Like, Abo, Kommentar wird das nächste Cube Game Adventure wieder wahr. So, hi Leute, herzlich willkommen zur 66. Folge. Jo. Gleich mal hinten dran, hinter der 65. Die Zeit lässt es momentan zu, dass ich mir mal eine halbe Stunde Transportweaver 2 reinziehe. Sehr schön. Jo, wir wollen mit dir eigentlich gar nicht mitfahren. Ich brauchte nur ein Startbild. Wo ist meine Maus hin? Da ist er. Aber trotzdem schöner Zug. Aber wir haben hier ganz andere Sachen zu tun. Wir hatten in der letzten Folge hier von unserer Baustoffmaterialfirma über Kaiserslautern Güterbahnhof bis hierhin zum Steinbruch eine neue Strecke gebaut. Dort fehlt natürlich noch die Linie, die werden wir jetzt erledigen. Und zwar wäre das Baumaterial für Kaiserslautern. So. Zack, haben wir uns hoffentlich nicht geschrieben. Baumaterial, Baustoffe. Dann werden wir ja auch Baustoffe draus machen. Bau. So sieht's aus. Dann bekommst du hier noch die Farbe in Grün, bitteschön. Wie alle anderen auch. Und wir fügen hier ganz einfach mal die Linien hinzu. Wir fangen hier mal an mit unserem Rohmaterial. Das bringen wir hierher. Und von dort aus geht's zurück nach Kaiserslautern. Und von dort dann ganz zurück nach, was ist das auch? Kaiserslautern? Ja, Kaiserslautern Nord. Steinbruch. Sehr schön. Gut. Hier gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen. Die Bahnhöfe müssten stimmen. Der Linienverlauf passt ebenso. Zack. Weil wir haben hier keine große Auswahl, irgendwas zu vertauschen. Und jeder hat ja sein eigenes Gleis. Supi. So, wir hätten jetzt hier kein Depot, aber das wollen wir nachholen. Wir haben ja hier ein Depot, wir haben ja auch ein Gleis, nur wir haben hier nicht die richtige Zufahrt, aber die kriegen wir ja ganz schnell hin. Mit einem 100er Gleis würde ich mal sagen. Zack. Oberleitung hätten wir ganz gern. Und ich hoffe, das funktioniert, wie ich mir das hier vorstelle, dass wir hinterm Bahnübergang eine krasse Kurve machen. Und zwar hier und dann gleich hier mal rausgehen. Uns hier da lang schlängeln. Und dass wir gucken, dass wir hier rauskommen aus unser Gleis und das Ganze hier verbinden können. So würde mir das gefallen. Hier unten durch. Zack. Dort dran. Perfekt. So, dann stellen wir hier natürlich mal ein Signal hin. Das ist eins von der Sorte Zwergsignal für unsere Zufahrt, damit wir wissen, dass das hier ein Gleis ist für unser Depot und wir müssen in diesem Depot unser Fahrzeug kaufen. So, wir hatten ja letztes Mal eine elektrische. Ich würde jetzt mal sagen, wir schnappen uns hier mal was Dieseltechnisches. Vielleicht schnappen wir uns auch was Elektrisches, aber ihr ahnt es wahrscheinlich schon, was ich gerade angeklickt hatte. Ich hätte hier mal den Stadler Butler in Elektrisch, bitte.
Und zwar hätte ich da, wo habe ich den schon gekauft? 2 Stück. Zack. Dann setzen wir hier mal ein paar Wagen ran. Und zwar benötigen wir erst einmal für unsere Steine. Cargo. Steine haben wir ausgewählt. 120 km/h wäre die Höchstgeschwindigkeit. Ich lasse mir das mal schnell hier sortieren. Genau, dann nehmen wir hier mal 1, 2 von. Lass uns mal hier nochmal das eine oder andere Wagen teilnehmen und dann setzen wir uns hier. Nee, du hast das ist nicht so schön, aber dann nehmen wir diesen Teil hier. Nehmen wir halt auch nochmal 2 und zum Schluss würde ich hier. Achso, aha. Ganz gerne auch nochmal. Halt, ich muss nochmal zurück. Wir müssen hier ein bisschen revidieren. Zumindest was die Wagen, die Transport- oder die Lademöglichkeiten anbetrifft. Wir können hier definitiv den nehmen. Und setzen hier nochmal 1, 2, 3, 4 Wagen auf. Vielleicht auch 5. Und dann mache ich mal eine kleine kurze Pause. Ihr merkt nichts davon. So, weiter geht's. Dann hätten wir hier mal ein paar Waggons, die einige Sachen laden können. Und dann hätte ich hier aber noch, oder hier möchte ich noch mal diese Variante. 40. Nee, das ist ein bisschen zu wenig. Da passt noch was nicht. Ich hoffe, die anderen sind jetzt hier nicht mit. Da würde ich nämlich ganz gerne nochmal einen Stadler-Butler hinten ransetzen. Zack. Und dann haben wir gesagt, kaufen wir hier mal 3 Stück. Ja. Das prüfe ich mal schnell ab, ob das passt mit unserer Liste. Ich habe die nicht mehr im Kopf. Ich habe sie leider noch nicht ausgedruckt. Gut, ich habe mal nachgeschaut. Also wir haben definitiv 5 Züge, 1, 2, 3. Dann haben wir halt 5 Züge davon. Dann ist es so. Zack. Dann setzen wir euch hier mal auf die Linie. Baustoffe Kaiserslautern. Und viel Spaß, würde ich sagen. Da vielleicht noch die Möglichkeit gehabt, hier Werkzeug irgendwo zu ordern und das mitzunehmen. Das wäre ja auch noch mal so eine Chance gewesen, wenn wir hier schon 5 Züge haben. Werkzeug haben wir da. Nein, ist ja doch hier hätten wir noch. Hätte ich Werkzeug rum, um die Werkzeug rum. Waren Exelhausen hier liegen 621 Werkzeuge rum. Sehr kurios. Wer macht denn sowas? Aber gut. Sollen wir uns jetzt erstmal nicht weiter interessieren. Wir schnappen hier mal oder wir gucken uns hier mal unsere neu gekauften Züge an. Unsere Stadler Butler. Ups. Da geht's die Treppe hoch. Ihr fahrt da lang. Aha, aha. Sehr interessant. Gefällt mir erstmal nicht so, dass ihr diesen Weg nehmt. Da würde ich mal sagen, wir nehmen ja mal dieses Gleis weg. Das Stadler Butler Nummer 2. Kommen wir elektrisch, na logisch. Was ist denn Weg elektrisch?
denn hier los? Ihr sollt nach hinten zu den Bahnhof fahren und hier nicht durch die Weltgeschichte erstmal. So war der Plan eigentlich nicht. Aber gut. Dann fährt Nummer 2 hier mal raus. Aber wir haben Zeit. Was soll's? Wir haben Zeit. Wir gucken uns das hier mal ganz in Ruhe nochmal an. Die Stufe ist geblieben. Die checken. Zack. Dann geht's hier 2 Butler und dann die Bahn hinten dran. Und einer, der zum Schluss die ganze Sache schiebt. Und damit fährt Nummer 2 hier raus. So, da wäre, oder da ich die Strecke hier definitiv mitfahren möchte, sollte ich hier mal ein bisschen aufs Tempo drücken. Zack, du bist Nummer 1. Du nimmst hier wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich schon Baustoffe mit. Das ist gut, das gefällt mir. Zack, du musst nochmal einen Moment warten, wo du einfach eine Fahrt erhältst. Aber dich lassen wir hier ganz einfach mal. Oder wir behalten dich einfach mal im Auge. Und wir fahren dann hier hinten aus unserem Steinbruch. Fahren wir dann in Richtung Fabrik und in Richtung Kaiserslautern. Aber was mich hier ein bisschen irritiert, meine Achsen hat anders bewegen. Soll wir reden. Unter Exenhausen, aha. Da muss es ja anscheinend hier irgendetwas geben, was Sachen hier nach Unterexelhausen bringt. Vielleicht kann man da mal ein bisschen nachhelfen. Ich versuche hier mal was, ein kleines LKW-Depot hier ranzusetzen, dass wir hier mal sagen, das klappt leider so nicht, wie ich mir das denke, aber na, war hier gerade eine Stelle? Hier war eine Stelle. Dann schnappen wir uns hier mal eine Straße. Ja, außerstädtisch. Dann geht's für dich hier mal runter, würde ich sagen. So, aufpassen, dass wir unseren Zug hier nicht verpassen. Der ist gerade in Kaiserslautern angekommen. Und wir werden hier mal eine Verbindung schaffen. Zack, jetzt gehen wir hier mal ins Städtische über. Schwupp, so sieht's aus. Damit hast du hier mal eine Verbindung. Die Stadt. Wir schauen mal hier, wo die Werkzeuge benötigt werden. Und ich würde dort dann einfach mal ein LKW-Port hinsetzen. Das wäre genau hier an den Stellen. Eine Haltestelle hinsetzen. Ja, auch können wir hier die Baumaterialien gleich mit einer Linie abfangen. Das macht Sinn. Gebäude brauchen wir hier eine Haltestelle zum Ausfahren. LKWs, zack. Du hast hier eine Haltestelle, das sieht gut aus. Du würdest hier fahren. Dann fährst du mal hier lang und darüber und dann genau so. Damit nehmen wir die normale Geschwindigkeit an
ich mache mal kurz Pause, dass wir hier nichts verpassen. Dann setzen wir uns mal in unseren Zug. Vorausgesetzt, ich treffe ihn, da ist er. Zack. Und schöner Stachler Butler, kann man mal kurz drauf schauen. So schaut er aus und er hat die ersten Steinsbrocken geladen und macht sich hier auf den Weg nach Kaiserslautern Baustofffabrik. Jetzt werde ich hier mal mit der Kamera nach vorne switchen. Da kommt schon der Kollege. Auch mal nicht schlecht, wenn man mal so eine Perspektive hat, wenn man das Ganze ein bisschen anders sieht. Nicht verkehrt. So, ich hoffe, wir erreichen hier nochmal die Position im vorderen. Abschnitt. Das wäre wirklich mal ein Ausschank. Tja, unsere schöne Modelleisenbahn fährt hier durch die Landschaft. Das passt. Und jetzt sind wir wieder hinten. Da haben wir irgendwas verpasst, würde ich sagen. Es nicht, kann durchaus sein. Jetzt sind wir sowieso im Tunnel. Und das gefällt mir nicht. Dann machen wir was anderes. Dann mal schauen, ob hier ein Zug in Kaiserslautern gerade ist. Dann fahren wir nämlich mit dem mit. Und rückwärts machen wir das genauso. Autosave, alles steht. Das ist sehr schön. Unserer Baustofffabrik mit. Ja, wir fahren rückwärts. Da haben wir einen. Das sieht gut aus. Lasst uns mal hier reinspringen und damit machen wir hier mal Mutfahrt. Ja, ein bisschen verwirrt, aber es geht halt nicht anders. So, dann fahren wir mit. Jo, nichts Spektakuläres hier in, oder auf dieser Strecke. Geht hier durch Wald und über die Wiesen, durch die Berge. Ein starker Butler, reicht auch die 120 km/h. Ist stark genug. 21 Baumaterialien hat er an Bord. Da ist sein Kollege. Und jetzt geht's schnurstracks nach Kaiserslautern. Da kommt schon wieder ein Kollege. Ja, die sind hier relativ zack unterwegs, 5 Züge. Jetzt geht es erstmal bergauf. Mal gucken, wie wir diese Passage hier meistern. Oh, was war das? Oh. Eine kleine Bremse, warum auch immer. Wird wahrscheinlich an den Gleisen liegen. Müsste ich mal gucken, wo wir hier abbremsen. Nicht. Und wir fahren ganz schön hoch, um dann wieder runter zu fahren. Okay. Auch nicht so das, was man sich hier vorstellt. Aber wir haben ja erstmal unser Haltesignal. Müssen einen kleinen Moment warten. Jetzt gibt es grün, freie Fahrt. Der Zug vor uns sollte definitiv genauso schnell sein wie wir. Also da sollten wir keine Wartezeiten erwarten. Schönes Panorama, gefällt mir natürlich immer wieder gerne. Z
So, Kaiserslautern voraus. So, dann geht's für uns jetzt hier links rüber. Das war unser eigenes Gleis hier im Bahnhof schnappen. Dann geht's zurück nach Kaiserslautern Steinbruch, vielleicht eventuell, könnte sein. Das wiederum dann unser Steinhof. Die Strecke möchte ich auch mal fahren, so dass wir vorne sitzen und etwas sehen. Ich hoffe, der Zug dreht hier um, Bahnhof. Zack, angekommen, Baustoffe abgeladen. Und wie gesagt, die LKW-Linie machen wir dann auch noch, die dann hier, die LKWs, die definitiv hier Baustoffe und Werkzeuge laden. Das ist ja toll. Das ist ja auch cool, dass ein Zug fährt so, der andere so. Verstehe ich. Aber gut. Damit behalten wir dich hier mal im Auge, bis du Steinbruch bist. Und wir werden uns hier so lange um die neue Strecke für die LKWs kümmern. LKW Baustoff und Werkzeug. Mal gucken, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Das hier Werkzeuge gibt, dass wir die da oben bekommen. Woher und warum auch immer. Vielleicht einfach nur, weil wir was können. Station picken wir hier mal an. Wir würden hier starten. Fahren dann hierher. Dorthin. Rückweg da entlang und dann geht's wieder zurück. Genau. So. Dann haben wir hier ein Depot. Definitiv. Fahrzeuge kaufen. Liebe Güter, ich hätte ja, alle Güter würde ich hier ganz gern transportieren wollen. Warum gibt es hier nur Busse? Da haben wir nicht das richtige Depot. Dann setzen wir noch eins daneben. Für LKWs, das kriegen wir hin. So, Rustam Tolle. Trams zu kaufen, um Busse und LKWs zu kaufen, dann nehmen wir eins der etwas älteren Sorte. Zack. Ich muss mich beeilen, wir parken gerade ein. Schwupp. So, schwarz aus und wir wechseln mal hier rüber. In unseren Starlerzug, der hoffentlich jetzt die richtige Richtung hat. So schaut's aus. Wir haben 19 Gesteinsbrocken an Bord und damit geht's jetzt in Richtung. Baustofffabrik. Sorry, muss noch mal kurz gehen. Jo. Machen wir einfach mal diese Strecke mit. Vorne in der Fahrersteinsansicht. Bis Kaiserslautern und den Rest der Strecke haben wir eigentlich schon gesehen. Oh, Zicke im Doppelpack scheint Vorfahrt zu haben. Wir müssen hier auch kurz abbremsen. Weiter schlimm. Weil die Züge drängen sich hier nicht wirklich. So, da geht's weiter. Da drüben steht auch schon der Kollege bereit. Der gleichen Linie natürlich.
Hier unser Zugrad aus dem Depot, die wir halt eigentlich nutzen wollen. Das hat anscheinend nicht geklappt. Die Loks immer vorne zwei, hinten eine. So schaut's aus. So, jetzt geht's ja auf die Hauptstrecke im Prinzip auch rein in den Tunnel. Dann gleisen ganz ein. Dann geht's für dich, zack, in Richtung Baustoffbrick. Aber das kennen wir ja schon. Gut, dann lasst uns hier mal noch die LKWs in Kölnbeslautern aufsetzen. Die Linie funktioniert. Mit dem Werkzeug bin ich am Stand. Und nebenbei die Baustoffe in der Stadt verteilen. Sehr schön, super. So, Hauptstrecke. Du kannst hier mit wieder Gas gehen mit 120 km/h. Durch die Mauer fahren wir durch, dann greifen wir alles. Dann geht's ab in den Tunnel und bergab. Viel Lust haben, wenn ich die Strecke in die Augen das fange ich erst bergauf fahren und dann bergab. Weil das Kurs unnötig kommt. Für unsere Züge. Genau, dann nehmen wir mal an den Tunnel, zack. Der führt hier unten durch, durch die Hauptstrecke, hinter die Hauptstrecke durch. Schönes Straßenstand vor uns. Zack. Und ja, das war's, würde ich sagen. Okay, dann lasst uns mal hier den LKW kaufen in Kaiserslautern. In unserem Depot, was wir gerade hingestellt haben. Hier bekommen wir auch LKWs. Da sind sie. Cargo, Typ, Höchstgeschwindigkeit. Und ich würde mir ganz gerne einen LKW, der alles laden kann, alle Güter. Weil das sollen sie sich, achso, Autos helfen. Sorry. Zwei, machen wir nochmal hier, komm. 10 Stück dazu. Setzen wir dich hier auf die Linie. LKW Baustoff Werkzeug, das solltest du sein. Aber der Liniename gefällt mir nicht wirklich. Ja, dann müssen wir nochmal Kaiserslautern integrieren. So gefällt mir das. Ansonsten können wir die nämlich später nicht wirklich mehr zuordnen. Okay, gut. Werkzeuge wird es geben. Inzwischen wird ja auch Benzin und Waren benötigt. Aber da müssen wir uns später drum kümmern. Jetzt kümmern wir uns erstmal hier um die nächste Personenzuglinie. Wir schauen mal. Wir hatten ja hier eine Linie nach Potsdam. Und dann hier rein in die Innenstädte Cube City Nord und dann ging es nach Heidelberg. Dann hätte ich jetzt ganz gerne hier mal einen ICE-Anschluss. Den würde ich ganz gerne über Brandenburg an der Havel. Dann würde ich mich hier nach Henningsdorf wagen. So der Plan. So, hier haben wir eigentlich, wer fährt denn hier alles auf diesem Gleis? Das muss ich mir mal angucken, ob wir nochmal drauf können oder ob es hier schon wirklich zu voll ist. Und dass wir hier mal eine eigene Strecke wieder kreieren. Hier haben wir schon 1, 2, 3 Stück drauf, aber alles ICEs.
was ähnliches, ICs, aber ich möchte hier wirklich was richtig Schnelles haben. Dafür würde ich dann vielleicht auch in Nixdorf hier einen extra Bahnhof bauen. Lass mich mal gucken, wo macht es hier Sinn, etwas wirklich Schnelles hinzustellen. Wo sind hier unsere Personen? Hier ist das Industriegebiet und hier hätten wir definitiv unser Wohngebiet. Schön geteilt, schön getrennt. Dann würde ich mal sagen, wir schauen mal, ob wir hier Gebäude, dass wir hier so einen Hochbahnhof integrieren. 250 km/h hätte ich hier ganz gern. Was das auch immer bedeutet, ich weiß es nicht. Ich drücke einfach mal auf. Scheint hier irgendwie noch eine schnellere und höhere Schnelligkeit zu sein. Mit den Fragezeichen ist auch so eine Frage, was ist das? Schade, dass man das nicht entzündern kann. Achso, du bist zweigleisig und du bist viergleisig anscheinend. So, was haben wir denn hier? Einmalstelle Hochbahnstation Light. Na, Hochbahn hört sich doch gut an. Hochbahn ist nicht verkehrt. Plattformhöhe 14 Meter, Länge 320 Meter. Ja. Gleistyp haben wir, Durchgangsgleistyp haben wir auch. Ganz gerne schon drunter. Gleis Layout 3-4. 2, das passt. RCC. Dann gucken wir mal hier. Wie du ausschauen wolltest, wenn wir dich hier platzieren. Würde er hier zu dem Bahnhof passen, den wir schon haben. Das gefällt mir besser. Und dann schauen wir mal, ob wir den hier platziert bekommen. Das ist ja jetzt die große Frage, ob wir hier rankommen in der Stadt. So, mit wem kollidierst du? Mit gar keinem, aber vielleicht macht es doch wirklich mehr Sinn zu sagen, wir setzen dich wirklich mal hierher. Jetzt hier von der Höhe aus. Schließen wir die hier mal mit einer Straße an. Ja, irgendwo müssen wir die hier anschließen. Muss hier irgendwann. Das klappt. Dann nehmen wir die hier mal kurz beiseite. Straße, die dann letztendlich hier anführt oder angeführt wird. Dich setzen wir auch hier wieder ran, dass die Verbindung dort ist. Genau, Buslinie müssen wir dann natürlich auch ändern. Gut, kann man nicht umbauen, schade. Wir können hier erstmal die Straße noch weiterführen. Wir können dann hier hintenrum in den Nixdorf wieder eintauchen.
Das würde ich hier zum Beispiel mal mit einer Brücke machen. Dass wir hier mal eine Brücke rübersetzen. Schöne Bogenbrücke. Zack. Dann geht's für dich hier ganz entspannt in Richtung Straßenanschluss. Sehr schön. So, du bist angeschlossen. Du bekommst hier natürlich auch Gebäude. Hier werden wir mal ein Tramgleis einbauen. Brauchen wir Tramgleise? Lass mich überlegen. Wir machen das Ganze hier mit Busse. Henningsdorf hat auch schon Busse. Wo so eine schöne Tram könnten wir eigentlich auch. So, und setzen wir dich hier schön gerade ran. Das heißt aber auch, dass wir hier die Straßen nochmal modifizieren müssen. Tramgleise elektrisch. Gut, die Frage ist natürlich, ob wir hier werden wir das hinkriegen, aber ob wir den Tunnel hier hinbekommen. Kriegen wir mich natürlich nicht hin, aber das kann durchaus dann nochmal modifizieren, dass wir sagen, wir fahren hier mit unserer Tram, werden verschoben, das ist in Ordnung, mit unserer Tram natürlich hier durch die Stadt düsen. Ich hoffe, wir zerstören hier nicht allzu viel Gebäude. So, dann werden wir hier natürlich auch mit unserer Tram anhalten. Sinn. Zack, und dann geht's für dich hier wieder zurück. Ja, da kommen wir hier rein, hier rum einmal, zack, zum Bahnhof. Dann geht's für dich hier wieder zurück. Gut, damit haben wir hier erst einmal unsere Tramgleise verlegt. Dann brauchen wir den Tunnel hier doch nicht zu modifizieren, aber was mir nicht gefällt, mir gefällt die Straße hier nicht wirklich oder der Tunnel, das gefällt mir nicht, dass wir hier so ein Stück Wasser haben. Lass uns das mal wegnehmen. Machen das hier mal ein bisschen schick. Dann setzen wir hier nämlich mal einen neuen Tunnel hin. Eine neue Straße, die dann von hier nach da unten drunter geführt wird, natürlich mit Tunnel, zack, und dann schließen wir uns hier mal vollautomatisch an, schub, sehr schön, gut. Damit haben wir jetzt hier erstmal den neuen Bahnhof angeschlossen für die neue Strecke. Dann geht es von hier aus nach Brandenburg an der Havel, haben wir gesagt. So, wo hätten wir denn hier Platz für unseren neuen Bahnhof? Den gleichen nehmen, da würde ich jetzt nichts anderes nehmen wollen. Wir haben da eine Bahnhofstation. Dann gucken wir mal, ob wir den hier so schön über dem Wasser hier platzieren können. Gucken, ob wir den noch ein Stück höher bekommen. Nehme ich tiefer, ein Stück höher, wäre ganz angenehm. Dass wir dann vielleicht auch keine Kollision mehr haben.
gut, dann machen wir das halt hier. Hier hat er gepasst gehabt. Jetzt sah das erstmal ganz gut aus eigentlich. Warum wir jetzt eine Kollision haben, ist fraglich, aber zick. Da ist er. Und dann werden wir hier in Kaiserslautern auch nochmal den dritten Bahnhof gleich sitzen. Genau, da werden wir, nein, wir werden hier keinen Bahnhof setzen, wir nutzen hier den vorhandenen. So machen wir das. Sehr schön, so, dann lasst uns das mal hier gucken in Brandenburg an der Havel. Da ist die Map zu Ende. Wenn das hier ausschaut, was wir hier hingesetzt haben. Also scheint so, dass wir einen direkten Anschluss an die Straße haben. Das ist sehr schön. Das heißt, wir brauchen hier eigentlich nur noch die Buslinie umleiten. Das ist unsere Fahrgäste. Hier. Gut, Pausenmodus. Hier lang fahren, sondern dass wir hier lang fahren. Das wird dann hier rum. Genau. Rufen wir erstmal eine kleine Straße. Zack. Das Ganze führt dann unten rum. Nein, wir möchten drücken nicht. Rein hoch, jetzt haben wir mit Straßenbahngleisen gebaut. Oh, okay, nicht ganz schlimm. Lasst uns mal hier die Linie anschauen. Bus Brandenburg, wärst du? Das wäre die Burgstraße. Dich werden wir hier noch rausnehmen. Zack, einmal weg. Und das zweite Mal die Burgstraße weg. Dann brauchen wir noch ganz schnell ein Gebäude in Form einer Haltestelle. Dann würde ich hier eine hinsetzen und dort eine. Das sieht gut aus. Dann schnappen wir uns die Linie und gucken mal. Abgerissen in die Burgstraße. Eigentlich doch schon, oder? Achso. Hier steht hier immer noch Burgstraße ist von der Richtung. Kommend. Kirchgasse 6 und Friedhof, genau, Haltestelle hinzufügen. Würde ich ganz gerne dich einmal hinzufügen. Und auf dem Rückweg haben wir hinter der Kirchgasse dass du hier abkürzt. Eine Straße. Nein. Einmal hier lang. Und einmal dort entlang. Zack. So, dann. Setzen wir hier einfach mal die
Haltestelle aus Abtrieb. Das passt. Und dann gibt es hier mal einen Wegepunkt, den hier unsere Busse nehmen müssen. Dazu brauchen wir nochmal die Linie, und zwar geht es dann die Bahnhofstraße. Das ist hier nach der Bahnhofstraße, Haltestelle hinzufügen, einmal du. Und einmal vor der Bahnhofstraße, einmal dich. Und dann gibt es hier halt noch einen Wegepunkt, da kenne ich ja nichts. Wenn das nicht so funktioniert, wie ich mir das denke. Zack. Dann gibt es ja noch einen zweiten, Friedhofsgasse und Bahnstraße. Dann Haltestelle hinzufügen. Zack. Und jetzt fährst du so, wie wir das eigentlich wollen. Sehr schön. Gut, damit kann man das Spiel wieder laufen lassen. Die Busse fahren jetzt automatisch den Bahnhof hier mit an. Das heißt, es werden Personen hier von A nach B transportiert. Das sieht gut aus. Und wir schauen mal, was hier in Brandenburg so los ist und hier rumfährt. Hier fährt so ein schöner ICX der DB rum. Mit dem fahren wir mal eine kleine Runde mit. Ich halte meine Klappe, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer XLK. Bye bye.